Er hat das Bett von den Entwicklern. We are Stray Phone Studio, an indie team from Switzerland. Thank you very much for checking out our game. Ah ja, Discord gibt's hier, Wishlisten machen wir natürlich, wenn's gefällt. Und allein die Musik im Hintergrund und das Startbildschirm hier, das ist ja fantastisch. Ja, dann sage ich erstmal willkommen, seid gegrüßt zu einem neuen Let's Test. Falls das irgendwie ein Test, Let's Test schneide, wie das ist, das dann als Let's Test gerade, wovon ich ausgehe. Machen wir mal ein bisschen hier was an den Settings. Ja, die Musik ist schön, aber es geht ein bisschen leiser. Okay. Fullscreen, haut hin. Controls ging hoffentlich noch erklärt. So Settings für die Sprache können wir nicht einstellen. So, dann würde ich mal sagen, starten wir ein neues Spiel und schauen uns mal an, was The Wandering Village so zu bieten hat. Save Name. Oh, okay. Auf geht's. Driven from our homes by the toxic spores, we kept wandering, looking for shelter. But not in our wildest dreams did we imagine what we would find. Okay, willkommen im Tutorial. Hello friend, my name is Ombus Mumblemore. Ja, gar nicht von was anderem geklaut. And I'm the villager elder here. Our people, the Neomans, have traveled far and endured many hardships throughout the years. But now we have come across an Onbu, an ancient beast believed to have gone extinct centuries ago. Our encounter must have been fated. It has most likely been asleep in the ground for a very long time. Maybe it woke up because the toxins keep sleeping further and further into the earth. The poor thing seems exhausted and has gone back to sleep for now. I once heard that Undo Dwarf nutrients from the ground, so I wonder if it can sustain itself out here. Seems like we need to take care of each other from now on. My experience has brought our people here, but now it is time for you to take over and lead them to a better place. To ease the transition, I could teach you a little of what I've learned. Say, what do you think? Ja, wenn es nicht so viel reden ist wie hier, das ist dann von mir aus. Okay, hier sind wir. Und da haben wir kleine Männchen. Mhm.
Open the Elder Notebook with the mit dem Bücher-Button. In the top right corner on the screen, open the Elder Notebook. Okay. Game goes. Try to survive for as long as you can. To do so, you'll have to provide your villagers with shelter and food. Research new technologies and scavenge material from all kind of biomes. Also, don't forget to take care of Ondu, your giant companion. If all your villagers or Ondu die, it's game over. Yeah. Move the camera. Pause the game. Enter the Ondu view. Okay, wir entern bei der Unbewegung. Ah, so. Da sehen wir einen riesigen Giganten, auf dem dieses... Oh, hi Modi. Willkommen im Chat. Mit Aufbaustrategie in den Armen, zur mutigen Entscheidung. Ja, wir fangen heute mit dem an, weil ich das ganz, ganz hübsch fand. Ich fand diese, die Idee von dem riesigen Drachen auf deren Rücken, die, das eben die Ebene stattfindet. Damit fangen wir heute mal diesen Jubiläumsstream an. Und wir machen später noch weiter mit anderen Spielen. Enter the Vault. Ach du Scheiße. Ja gut. Das ist riesig. Have at least 8 stats. Okay. Wir machen das jetzt. Wir spielen nur die Demos mal so ein bisschen an. Also mal schauen, ein halbes Stündchen oder so spielen wir es mal an und dann gucken wir weiter. Das ist, also wir werden jetzt hier nicht ewig an einem Spiel festhängen. Okay, wir können wahrscheinlich Bäume. Bäume können wir fällen. Aha. Aha, können wir das hier irgendwie. Ah, da fängt er an zu fällen. Ich habe einen hingeschickt. Ah, da kommt der nächste. Da können wir jetzt befehlen, dass sie hier Bäume fällen gehen. Das ist praktisch. Dann fällt hier noch jemand Bäume. Wir brauchen jetzt alle beim Baum fällen. If you want to harvest two or down trees. Okay. Ich habe schon 30 Bäume. Wie machen wir daraus Zelte? Okay, können wir die einsammeln? Ressource. Click and drag with the harvest tool to select multiple objects. Okay. Der Harvest Tool. Okay, da stehen sie jetzt mit jeweils. Build tents for all will to make the happier and to feel one out of. Ja, aber wie bauen wir ein Zelt? Wo ist das Crafting Menü? Speed Tools. Harvest to his heart. Okay. Können wir hier irgendwie. Die essen da schon. Okay, da kann ich einen losschicken und den Baum abhacken lassen. Wie bauen wir ihn jetzt? R ist die Konstruktion. Building Menü. Building Menü. Und B. Ah, okay, Tent. Jetzt können wir hier at least 8 Tents. 8 Zelte. 2.
3, 4, 5, 6, 7, stellen wir hier noch eins hin, 8. Das wären schöne. Da bauen sie schon in ihren Zelten. Okay, da schlafen wir zu zweit drin. Jetzt haben wir 8 Zelte. Und wie viele haben wir? 2, 3, 1, 2, 3, 4. Die laufen durcheinander. Okay, Stockpile at least 60 Berry. Okay, Berry haben wir hier. Achso, da haben wir schon ein paar abgebaut. Mit Beeren. Dann sollen wir vielleicht hier noch ein paar Beeren sammeln. Schicken wir die mal Beeren sammeln, gucken, ob da was passiert. Dann sammelt Beeren. Aber es werden weniger. Ah ja, weil dort gegessen wird. Jetzt haben wir hier wieder 2 Beeren dazu bekommen. Das ist ja. Geht mal ernten, Leute. Wir brauchen Beeren. Holt euch mal eure Essen. Alle Mann an die Arbeit. Okay, der Koloss, auf dem wir sind. Dem geht's noch gut. Ah ja. Weiter pflücken. Wir brauchen Beeren. Pflücken. Ausruhen könnt ihr später. Hier ist noch ein Busch, da ist noch ein Busch. Mal in die Büsche. Jetzt haben wir genügend, aber ich kann ja noch ein bisschen weiter bauen. Können die das auch irgendwie aufsammeln? Okay, have at least one farm. Okay, müssen wir eine Farm bauen. Farm. Hier ist eine Farm. Die können wir mal hier hinbauen. Sing plots to your farm. Aha. Sehen wir dann, wenn es mal soweit ist. Habt noch genügend Holz oder schick mal hier ein paar Holz bauen. Alle, die nicht haben. Am Bauen sind. Sollen wir hier ein paar Bäume fällen? Tent. Können wir auch gute Straßen bauen? Ein Dirt Road. Mal hin zur Farm. Meine Zelte miteinander verbinden.
nicht das Effektivste, aber das war hier mal erstmal. Ein Viertel errichtet haben. So hier. Schön Dorfplatz in der Mitte. Und könnte weiter, baut mal weiter an der Farm. Eine Farm wird wohl gerade nicht gebaut. Haben wir zu wenig Material oder was? Dann mal ein paar Bäume hier nehmen. Wo liegt's denn da? Aha. Lass mal gucken, Wood 14 von 15. Ah ja, brauchen einen. Die brauchen mehr Wood. Da sind sie jetzt gut dran. Sieht pottenhässlich aus hier. Aber gut. Ja, hier heißt, sollen wir mal hier fertig kriegen. Sehr schön. Zoom Plot to your farm. Plot. Add. Okay, jetzt haben wir ja schon Farmer drin. Ja, okay. At least set the amount of workers for farm to 3. Das haben wir doch prinzipiell so auf 3 gesetzt. Plot müssen wir dann. If at least one herbalist. Okay, wo können wir das hier bauen? Im B, wenn du das. Herbalist. Mhm. Wahrscheinlich eher hier so. Herbalist, hier. Den bauen wir mal hier hin. Und machen wir den Prioritätsstufe ganz hoch. Das ist ja mal schön bauen hier. 15 Holz und Stein. Holt Holz. Wo die Steine herkriegen, weiß ich gerade nicht. Machen sie vielleicht von automatisch, wenn sie. Okay.
Da läuft der Gigant noch rum. Wo haben wir hier Steine? Hier hinten gibt es Steine. Ist jemand doof? Die bauen hier munter. Ja, haben wir gleich fertig. Have at least one air well. Okay. Da können wir auch noch einen dritten hinzubauen. Ja, ich würde aber sagen, jetzt für... Was willst denn du? Joel Stoddard. So, für das erste Antesten sieht das doch hier schon ganz hässlich aus. Da würde ich mal sagen, das fürs erste Reingucken finde ich das doch nicht so schlecht. Gleich mal auf Discord gehen. Ups, das wollte ich jetzt nicht zeigen. Dann, ja. Safe brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Können wir mal zeigen, dass es geht. Dann gehen wir zurück zum Menü. Natürlich beschlüsse ich das. Mache ich nachher noch. Ja. Danke fürs Zuschauen, würde ich sagen. Fürs erste kleine Netztest. Ist doch großartig. Das macht doch auf längere Frist, auch auf längere Linie, würde ich sagen. Aufs Lange bin ich jetzt nicht so der Fan von Aufbausimulatoren. Aber jetzt so für den ersten so Gelegenheitsding mal so kurz mal rein, das ist, hat schon. Jetzt fürs letzte Test hat es schon ordentlich Spaß gemacht. Das war doch schon. Die Idee finde ich auch nicht schlecht mit dem. Mit dem riesigen laufenden Giganten auf die aber dessen Rücken wir das Dorf erbauen. Das kann dann später noch ganz groß aussehen mit großen Gebäuden, mit voll bis zum Rand gepackt. Ja, ihr seht die Leute, die daran schuld sind. Kleines Indie-Game hier. Die Idee die Sache mit den laufenden Giganten auf den Stadt laufen erinnert mich einmal an das Pen and Paper von Rocket Beans hier Ultra Core. Da gab es doch immer die Geschichte, dass da Städte auf den Rücken von denen sind, und andererseits erinnert mich an einen Kinofilm, den ich mal vor einiger Zeit gesehen habe. Gab es ein Kino, das waren aber eher Maschinen, auf denen das irgendwie ganze Städte irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der Film. Aber ja, die Idee ist schon nicht schlecht. Eine Stadt offen laufen. Wahrscheinlich muss dann später noch aufpassen, dass es dem Dinosaurier dort nicht schlecht geht, dass der nicht irgendwie, wenn der noch attackiert wird und so weiter, muss noch irgendwie aufpassen, dass da der. Dass du da Abwehr gegen machst und dass du da ein bisschen guckst, dass der vielleicht nicht so oft gegen Felsen rennt oder so. Dass du dann auch noch Mittel kriegst. Vielleicht musst du da irgendwann später so eine Laserkanone hinstellen, wo du Felsen und so Weg räumen kannst. Ja. Hier mal die Credits, die noch lang laufen würden, die ganzen Supporter. Mal schnell Durchgang. Ja, danke fürs Zuschauen. Darf ich nach oben auf YouTube, sollte es das euch gefallen haben, wenn ich das einzeln hochladen sollte. Hab noch einen Tag, haut da drin. Ciao.